Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Knockout Bundle von Hamada. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zur EP und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Knockout von Hamada, das Ganze am 12. Juni erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist die EP von Hamada. Wir haben hier das Bundle bestehend aus einerseits der EP und einem Shirt. Die EP kommt hier ohne Folie, das Shirt allerdings noch eingepackt. Werden wir gleich mal aus der Folie rausholen. Und dann starten wir direkt mit der EP. Also, so sieht das aus. Wir haben hier die EP in einem Jewel Case. Auf dem Cover haben wir den Künstler abgebildet, Hamada, in einem Trainingsanzug von Gucci. Ebenfalls, soweit ich das beurteilen kann, die Schuhe. Dann hat er hier noch eine Schutzweste der Polizei in der rechten Hand und in der linken Hand einen Revolver. Hier oben lesen wir dann noch Supremos präsentiert, Hamada Knockout. Dann haben wir noch die Logos, einerseits von Hamada und andererseits von Supremos. Und dann gibt es hier noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. So, auf der Seite sieht das Ganze so aus, also Name, EP-Titel und dann die Katalognummer, beziehungsweise das Label Supremos. Und dahinter haben wir die Tracklist. Wir haben insgesamt 8 Tracks auf dieser EP. Auf diesen sind dann noch 5 Features verteilt. Und zwar haben wir hier Features von Play69, Brecho, Hemsho, 18 Karat und Bato. So, was lesen wir hier noch? Supremos Immun, also Immun hat das Artwork gemacht. Dann hier noch ein weiteres Motiv im Gucci Trainingsanzug mit dieser Schutzweste und Revolver, also die Rückenansicht in diesem Fall. Dann schauen wir mal ins Innenleben. So, als erstes haben wir hier so ein kleines Booklet, also ein Einleger mehr oder weniger. So, hier sind die Infos zur Tracklist, zur EP. Nochmal die Tracklist inklusive Features und darunter dann die Credits, also wer an diesem Album mitgewirkt hat, all das hier. Dann nochmals Hamada in rot-weißem Nike-Anzug und hier auch nochmal. Ja, das Booklet recht minimal gehalten, aber die wichtigsten Infos sind drin, nämlich die Credits. Sehr schön. So, dann haben wir die CD, die ist im Design wie auch schon das EP-Cover. So sieht das aus. Und auf der Rückseite gibt es wieder das Logo von Hamada. Dann machen wir das Ganze mal wieder zurück und kommen zum zweiten Bundle-Inhalt. Die CD gab es meines Wissens wirklich nur in Kombination mit diesem Bundle. Also so rein regulär konnte man die CD, glaube ich, physisch nicht erwerben. Gab es wirklich nur exklusiv in diesem Bundle. Und zwar in Verbindung mit diesem Shirt hier. Wir haben das Shirt in Weiß. Dann haben wir hier schwarz und rot, mittig auf der Brust den Schriftzug Knockout, darüber Hamada. Auf der Rückseite ist das Ganze in Weiß gehalten, also kein Neckprint, kein Aufdruck. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem B&C Exakt 190 in der Größe M. Die Größe konnte man sich frei auswählen bei diesem Bundle. Ich habe mich für M entschieden. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. In der Größe M, wie gesagt, Größe war frei wählbar. Und zum Zweiten natürlich die EP an sich, Knockout im Jewel Case mit insgesamt 8 Tracks und 5 Features. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle, Knockout von Hamada. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hamada unterstützen möchtet,
dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.